Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingsnine. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute Sellerieschnitzel mit Ibli. Braucht ihr alles für eure Zubereitung? Bei jeder Vorbereitung immer gut die Hände waschen. Füllt euren Topf mit heißem Wasser. Schmeißt eure Herdplatte an. Dann macht ihr euren Topf auf die Herdplatte mit einer Brise. Dann füllt euren zweiten Topf mit heißem Wasser. Meist eine weitere Herdplatte an. Macht die ebenfalls auf die Herdplatte und fügt eine Prise Salz hin. Dann habe ich meine Sellerie in Schnitzelstücke geschnitten. Dann machen wir sie für 3 Minuten ins kochende Wasser. Dann mache ich Äpfel ins kochende Wasser. Dann habe ich meine Selleriestücke noch ein bisschen gewürzt. Paniert wie ein Schnitzel. Schmeiße ich die nächste Herdplatte an. Dann machen wir unsere Pfanne auf die Herdplatte und warten, bis es fertig ist. Dann machen wir unsere Sellerieschnitzel in die Pfanne. Dann werden sie gut angebraten. Dann schmeiße ich euch das Rezept auf den Tisch. Frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, entspannten Dienstagabend.